Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute so ein bisschen mit. Wir machen heute nicht besonders viel, aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch ja so ein bisschen in unserem Alltag mehr mit, weil ihr da ja eigentlich immer nur seht, was wir so machen, wenn wir unterwegs sind und so weiter. Und ich zu Hause eigentlich kaum filme. Aber ich habe mir gedacht, okay, mache ich das heute mal. Und ja, größtenteils sind wir heute zu Hause. Aber ich muss noch mal einkaufen gehen und ich wollte Nona an meinen spazieren gehen. Der ist bei mir quasi vor der Haustür. Und ja, genau. So, das ist eigentlich geplant. Es ist jetzt 13 Uhr, Alessandro macht seinen Mittagsschlaf. Der war nämlich heute schon um 10 Uhr wach. Und ja, jetzt chill ich noch ein bisschen. Ich muss dann gleich aufräumen und abspülen und die Wäsche machen. Und so weiter und so fort. Und ja, ich nehme euch dann nachher einfach mit. Also bis gleich. Machst du da? Kannst du das mal da stehen lassen? Agro-Kind. Kannst du mal alles zerstören? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze, Alessandro? Ich spiel's mit dem Auto. Wo ist die Katze, Alessandro? Wo ist die Katze? Alessandro, dov'è il gatto? Da ist die Katze. Da ist die Katze. Gibst du der Katze das Auto? Mal mit der Katze spielen. Komm her. Komm, spiel mal damit mit der Katze. Das machst du doch so gut. Hier. Nein, du musst mit der Katze spielen, Schatz. Sonst kommt die nicht zu dir. Die arme Katze kriegt Angst. Ja. Ja. Oh, wir sind jetzt rauschen. Und wir gehen zu Coffee Fellows, weil die Mutti hat Lust auf einen Bagel. Deswegen hole ich mir jetzt einen Bagel. Ja, auf jeden Fall sind wir draußen. Wir sind unterwegs, wieder im Penner-Look. Beziehungsweise bei Alessandro sieht es immer gut aus. Bei mir sieht es dann immer so, ja, pennerhaft aus. Und yes. Alles, was Alessandro anhat, ist von H&M und ist alles noch aktuell. Ja, und ich sehe, ja, okay. Ich habe einfach nur Nike Freeze an, so eine zerrissene Jeans, dann so einen blauen, ganz langen, also so einen blauen Kapuzen, eine blaue Kapuzenjacke, so strikt, also so eine ja, blaue Kapuzenjacke einfach, die bis unter den Popo geht. Und dann noch, Moment, ich zeige es euch einfach mal. Und dann noch so eine grüne Weste drüber und einen Schal. Ja. Ist voll kalt heute wieder. Ich bin immer noch nicht gesund. Aber was soll's. Ja. Und ja, ich habe so Lust auf diesen Bagel und ich werde den so genießen. Oh, ja. Danach werde ich einkaufen gehen. Und ich weiß noch nicht, was ich zu essen machen soll. Ich muss für den Dennis, also heute Abend für den Dennis kochen, wenn er dann von der Arbeit kommt. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Er hat gesagt, irgendwas mit Gemüse. Und immer wenn er sagt, irgendwas mit Gemüse, mache ich immer eine Gemüsepfanne mit, ja, noch Putenbrust dazu.
aber wir haben uns ja vorgenommen, weniger Fleisch zu essen. Deswegen bin ich ratlos und weiß nicht, was ich essen soll. Aber gut. Da vorne ist Coffee Fellows. Okay, schwackelvoll. Nur da wird dieser braune Schirm. Und da geht die Mutti jetzt einen Bagel sich holen. Und dann melde ich mich wieder, wenn wir einkaufen gehen. Bis gleich. So, Alessandro hat ein bisschen Cookie bekommen von dem netten Herrn und ich habe hier diesen wundervollen Bagel. So viel zu, wir wollen weniger Fleisch essen. Ja, Crispy Chicken, Crunchy Chicken Bagel. Und ich werde ihn jetzt verzehren. Lecker, lecker, lecker. Wieder zu Hause vom Einkaufen. Ich habe mich ein bisschen verquatscht, weil ich meine Nachbarin getroffen habe und ja, es ist schon spät geworden, es ist jetzt 17 Uhr und Alessandro war fix und fertig, deswegen habe ich ihn jetzt hingelegt, aber ich wecke ihn nochmal in einer Dreiviertelstunde, damit er baden gehen kann, dann ganz in Ruhe nochmal seine Milch trinken kann und dann geht er auch ins Bett, also wir kuscheln dann noch ein bisschen und dann geht er ins Bett und ja, ich chill jetzt nochmal ein bisschen, habe gerade den Einkauf eingeräumt und die zweite Waschmaschine angemacht. Und ja, jetzt warte ich, bis sie fertig ist, die Waschmaschine. Und also die Wäsche, dann hänge ich die auf und das war's dann auch schon. Also dann werde ich den Kleinen wecken, ihn baden, bla bla bla. Und das seht ihr dann alles. Also bis nachher. Oh, sorry fürs Licht. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Licht im Mund. Also das Licht ist nicht so toll. Und ja. Ich habe mein Peterbrot zu lange im Ofen gelassen. Ich wollte es eigentlich nur kurz warm machen. Ja, das ist dabei rausgekommen. Deswegen habe ich es jetzt ganz aufgeschnitten. Und da sind drauf Tomaten, mein Fleisch und dann so, ja, so French Dressing und Gurken. Und das werde ich jetzt essen. Stalker Cat. Ich glaube, ich nenne ihn Stalker. Stalker! Stalker. Hallo, Michu. Hallo, Michu. So. Was macht die Katze? Guckt sie dir beim Baden zu? So, ich chill gerade auf der Couch mit meinem neuen Schatz. Wo ist er dann? Zeig dich. Hallo. Ja. Und ja, Dennis kam eben von der Arbeit und hat gegessen. Es hat ihm sehr gut geschmeckt. Und ja, er hat gesagt, soll es öfter machen. Schmeckt ihm gut. Und ja, ich stehe jetzt noch auf der Couch, weil der nette Herr mir zuvor gekommen ist mit dem Baden gehen und jetzt badet. Ich sehe voll schlimm aus. Ja, da. Was soll man machen? Das passiert bei mir einmal im Monat. Ne? Und ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt dann gleich baden gehen, wenn er fertig ist. Er ist gerade baden und guckt
seine Serie. Und das werde ich dann auch machen. Also ich werde mein Gesicht peelen und mir eine Maske auflegen, mich in die Wanne legen und Pretty Little Liars gucken. Und boah, ich glaube, er ist fertig. Die Tür ist gerade aufgegangen und ich muss die Chance ergreifen und angehen. Okay. Erstmal benutze ich jetzt Bioderma, also das H2O Sensibio mit Feuchttüchern mache ich das immer drauf. Keine Ahnung, ich mag das so mehr. Und danach werde ich Scrub Your Nose In It von Soap & Glory benutzen. Und I see good, can you keep it? Well, this one.